Ach, weißt du schon Neuestes? Was ist denn? Die Stachelschwänze verlässt das große Tal. Japp, japp, japp. Viel Glück auf dem Weg. Spikey. Ich bin sicher, sie kommen eines Tages wieder. Oh. Spike! Tut mir leid, dass ihr gehen wollt. Wir hätten euch gern länger hier behalten. Ach, das ist halb so wild. Wir sind doch Wanderer. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber könnte er... Was? Ganz und gar nicht. Oh nein, ich meine, wir sind doch seine Familie. Ich werde ihn fragen. Möchtest du mit ihnen ziehen, Spike? Wir würden das verstehen, mein Kleiner. Ducky und ich wollen nur das Beste für dich. Wir werden dich vermissen. Wir kommen bald wieder zurück, nicht wahr, Spike? Wenn das weiße Bodenglitzern wieder weg ist. Schon gut. Wir sehen uns schneller wieder, als ihr glaubt. Nein. Ich meine, wer ist denn dann seine Familie? Ducky, das ist doch nur zu seinem Besten. Spike braucht mehr Futter als wir. Ich weiß. Aber Kleines, sie kommen wieder. Du hast doch gehört, was Tippis Mama gesagt hat. Ja, ich weiß. Und er konnte bisher noch nie mit anderen Stachelschwänzen zusammen sein. Er muss auch mal bei seinesgleichen sein. Ich weiß. Und man sieht doch, dass sie Spike lieb haben. Sie sind gütig, geduldig und... Schon gut, ich weiß. Ducky! Tut mir leid, Mama. Schon gut, mein Kleines. Ich verstehe dich. Wir haben Meister Plattnase gesagt, dass wir uns noch einmal mit ihm treffen wollen. Darf ich hingehen? Natürlich, mein Kleines. Spike vermissen. Ja, ich auch. Hey, wenn er Freunde gefunden hat, die ihm besser gefallen, ist das seine Sache. Es wird nicht lange dauern, dann haben wir sogar vergessen, wie er aussieht. Naja, vielleicht auch nicht. Hallo, Kinder. Hallo, Mama Ducky. Hallo. Wo ist Ducky? Ist Meister Plattnase schon weg? Was? Ich habe mich sehr gefreut, als Ducky mir gesagt hat, dass ihr euch heute mit ihm treffen wollt. Wisst ihr, das lenkt Ducky etwas von Spike ab. Ihr vermisst ihn sicher. Das kann man wohl sagen. Ja, das tue ich auch. Tja, ich muss gehen. Wahrscheinlich wartet die Kleine schon im Nest auf mich. Macht's gut, Kinder. Haltet euch warm. Auf Wiedersehen! Warum hat Ducky ihrer Mutter gesagt, dass wir uns mit Plattnase treffen? Das nicht richtig. Keine Ahnung, vielleicht. Wollte sie nicht, dass ihre Mutter weiß, wo sie wirklich hin will? Und wohin will sie?
wette, ich weiß es. Spike! Spike! Ich hätte nicht gedacht, dass Stachelschwänze so schnell laufen können. Nein, nein, nein. Vorsicht, es ist glatt hier. Tippi Spike, trödelt nicht so rum. Da drüben los! Spaß, Spaß, Spaß! Wenn Ducky auf der Suche nach Spike ist, warum sagen wir es da nicht ihrer Mama? Vielleicht irre ich mich ja. Und es wäre nicht nett, sie unnötig aufzuregen. Erdwackel! Hey, was soll denn der Blödsinn? Meister Plattnase! Hallo, Kinder. Was machen Sie denn hier, so ganz allein? Bitte, Littlefoot, keine Fragen mehr. Komm schon, Littlefoot. Wir müssen Ducky finden, bevor unsere Eltern uns vermissen. Also dann. Wiedersehen, Meister Plattnase. Oh ja, Ducky ist hier lang gegangen. Tja, folgen wir der Spur. Kinder! Meister Plattnase? Habe ich das eben gerade richtig verstanden, dass ihr in das geheimnisvolle Jenseits wollt? Ohne die Einwilligung eurer Eltern? Nein. Ja. Vielleicht? Ja, Sie haben recht. Wir müssen Ducky suchen. Sie ist irgendwo da draußen. Das darf ich unter keinen Umständen zulassen. Aber... Wenn eure Eltern erfahren, dass ich euch gestattet habe, ohne Aufsicht das große Tal zu verlassen, dann kann ich mich hier nicht mehr blicken lassen. Das heißt, ich werde mit euch gehen. Ist das Ihr Ernst? Na toll!